hombres, me amo que me fole, me habla español, ni so guto como y estás. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Teamulia 1v1s. Ich spiele gerade, by the way, wieder mit meiner Death-Adder endlich mal, weil mir die Cone echt momentan ziemlich auf die Eier geht. Weil ich zoned bin gerade. Meine Cone geht mir deshalb ziemlich auf die Eier, weil mein Treibern es nicht tut. Und hier kann ich das Ganze mit Markus fixen, was ich bei der Cone nicht vernünftig machen kann. Okay. Oh, snap. Schade. Heute dachte ich mir auch so, yo, da schläft man einmal nur knappe 3 Stunden am Nachmittag. Hä? Muss ich jetzt verstehen, was der für einen Anfall hatte? Und ich dachte mir so, jo, da schläft man einmal 38 Stunden gefühlt. Ne, schläft man einmal nachmittags drei Stunden. Und da verpasst man direkt alles Mögliche. Es hat bei uns geschneit. Gut, ist diesen Winter tatsächlich nicht mal so krass selten bei uns, dass es bei uns schneit. Schade. So, ja, also das ist bei uns tatsächlich diesen Winter nicht so krass selten. Aber die letzten Winter war es bei uns so, dass ein Tag so halb geschneit hat und dann war es das auch wieder. Aber ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es im März bei uns noch schneit. Gut, letztes Jahr, ja, war sogar letztes Jahr, hat es bei uns einmal, ich weiß nicht, ob das Wetter uns trollen wollte, im Mai geschneit. Im Mai! Weißt du, die anderen Tage so 75 Grad im Schatten. Wieso ist, ich ritz mich gerne und Ellie for real immer dabei, stalken nämlich irgendwie. Ich zeig die an. Ich finde, dieser Dude ist ultra korrekt, dass das so nette Leckhits gibt. Okay, der eine sah ziemlich komisch aus. Wow, Teamulia ist so gnädig, nach 8 Stunden mich auch mal in den Fight zu porten. Danke, nicht zu schnell machen, ne? Wie gesagt. Das ist sonst sehr illegal wahrscheinlich. Ja, also, wisst ihr, was ihr mal ultra gerne machen könnt? Ihr könnt mal ultra gerne Kommi schreiben, weil, ohne Witz, der letzte Kommentar, den ich nicht selber verfasst habe, um irgendwie zu zeigen, dass ich weiß, dass da 100 Schnittfehler in dem Video drin sind, aber mein Schneideprogramm halt einfach sich gedacht hat, flick dich doch mal bitte. Der ist schon irgendwie eine Woche oder sowas her. Und das ist voll deprimierend. Weil Kommentare motivieren einen immer. Genauso wie es einen vielleicht motiviert, zu sehen, wie ich stoned bin. Und Alter, geh dich doch bitte umbringen! Junge, was ist das für eine Missgeburt? Lauf noch eine Stunde weg! Gut, der hat jetzt schon mal kein Wasser mehr. Na komm, ich fude mal ganz kurz normal. Stellt schon mal alle Kopfhörer oder ähnliches leiser. Weil wenn ich gegen den Typen verlieren sollte, was ich für ziemlich unwahrscheinlich halte, dann hört meine ganze Nachbarschaft das. Der macht das klug. Der will mich in die Lava kriegen, damit er sich mein Wasser gönnen kann. Aber das werde ich ihm nicht... Das Geschenk werde ich ihm nicht machen. Leute, die Audio ist keineswegs asynchron. Endlich. Ein nettes Is hinterher. So, das soll es tatsächlich von dem Video heute schon wieder gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich in den Lobbys auf den Fight gewartet habe. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schreibt mal wirklich bitte einen Kommi hier unter das Video, weil Kommis motivieren einen immer mega, selbst wenn es einfach nur so ist, wie geil das Video oder sowas ist. Das motiviert einen einfach mehr als gar kein Kommi. Kate-Kommis könnt ihr rauslassen, da weiß ich aus Erfahrung, dass es einen nicht unbedingt krass motiviert. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich ultra über 35 Likes, 1000 Abos und 4000 Kommis freuen. Bis dahin. Ciao.